Hallo ihr Lieben, in diesem Video möchten wir mit euch unsere Erfahrung teilen, wie wir erfolgreich die Buschbohne anbauen. Die Buschbohne ist eine sehr, sehr dankbare und sehr einfache Kultur. Die Aussaat beginnt bei uns Anfang Mai und hier gibt es grundsätzlich zwei Arten der Aussaaten. Entweder möchte ich später meine Buschbohnen in Reihe pflanzen oder eben im Horst. Ausgesät wird die Buschbohne ja von Anfang Mai bis Ende Juli und sie braucht eine Keimtemperatur von ungefähr 15 bis 20 Grad. Bei einer Saattiefe von 2 bis 3 cm fällt mir der alte Spruch ein, dass die Bohne noch die Glocken läuten hören möchte, was nichts anderes bedeutet, als dass sie doch eine gewisse Wärme braucht. Wenn ich sie in Reihe aussehe, dann haben wir einen Reihenabstand von 40 bis 60 cm. Wähle ich die Variante Horst, wo mehrere Körner, also Saatkörner, in der Nähe voneinander so als Gruppe ausgesät werden, dann habe ich einen Abstand von Horst zu Horst bei 40 cm. Pro Horst kommen bei uns 4 bis 8 Samen rein. Wenn ich in Reihe anbaue, habe ich einen Pflanzenabstand von 8 bis 10 cm. Als Aussaaterde können wir einfach eine Gartenerde oder eine Gemüseerde nehmen, das ist ziemlich unkompliziert. Wenn wir die Buschbohnen im Horstsystem anbauen, ist es, ja, es gibt einen großen Vorteil, die ranken einfach ineinander und stützen sich so gegenseitig die Pflanzen und so liegt keine Pflanze auf dem Boden. Probiert's mal aus, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Die Buschbohne kann in Direktsaat ab Anfang Mai in die Erde, ja, je nachdem wo ihr wohnt, in welcher Lage und je nachdem wie kühl das früher auch ist. Wir ziehen auch die Buschbohnen vor. Wir machen das in diesen 8x8x8,5 Töpfchen und setzen da direkt die Saatkörner im Horstsystem ein und haben dadurch zwei Vorteile. Der eine ist, wenn ich die Pflanzen hinterher in einen halbschattigen Standort setzen möchte, dann haben sie so schon mal die Möglichkeit, vorher überhaupt in Schwung zu kommen und ordentlich zu wachsen. Der andere ist, ich kann selektieren, also ich kann dann gucken, dass ich nur die stärksten Pflanzen bei mir in die Erde setze. Wenn es zu lange, zu feucht und zu kühl ist, dann nimmt einfach die Keimrate ab. Also es werden weniger Saatgutkörner keimen können. Ja, die Buschbohne ist an sich robust, aber wenn es zu lange, zu kühl und zu feucht ist, dann wird da nicht alles keimen. Gerade an einem halbschattigen Standort braucht die Erde länger, um sich zu erwärmen. Und so ist an diesem Standort die Keimung erschwert. Deswegen lohnt sich hier auch das Vorziehen. Wenn euch das Video gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns das mit einem Daumen nach oben quittiert. Auch unseren Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren und wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr kein Video mehr. Wir pflanzen die vorgezogenen Buschbohnen erst nach den Eisheiligen in die Erde. Sie sind doch ein bisschen frostempfindlich. Und wenn wir sie vorgezogen haben, dann setzen wir sie auch ein bisschen tiefer. Wie eben schon gesagt, die Buschbohne kann einen sonnigen als auch einen halbschattigen Standort haben, da kommt sie wunderbar mit zurecht. Wir bauen sie auch sehr gerne in unserem Hochbeet an. Hier haben wir 4,5 Quadratmeter und das reicht für den Bedarf einer ganzen Familie wunderbar aus. Das Hochbeet erwärmt sich natürlich schneller, die Buschbohnen wachsen wunderbar und wenn dann Erntezeit angesagt ist, dann gehen wir alle ein bis zwei Wochen direkt durch die Pflanzen und können immer wieder die besonders kleinen Bohnen pflücken und ernten und ja, da ist auch die Oma gern dabei, da muss ich nicht auf allen Vieren rumkriechen, das ist schon ein Luxus, den wir uns gerne gönnen. Aber mit ein bisschen Garten-Yoga und vielleicht einem Kniekissen funktioniert das natürlich auch gut einfach im Beet. Da die Buschbohne ein Schwachzehrer ist, achten wir darauf, dass der Boden nicht zu nährstoffreich ist. Also während ein Kürbis beispielsweise ordentlich Power braucht, die Buschbohne braucht es nicht. Sie kommt mit wenig Nährstoffansprüchen daher und insbesondere im Bereich Stickstoff hat sie keine hohen Ansprüche. Natürlich sollte es kein toter Boden sein. Ein humoser, ein gesunder Boden sollte es schon sein. Einen extra Dünger, besonders einen extra Stickstoffdünger, braucht die Buschbohne natürlich dann nicht. Sie gehört zu den Leguminosen und ist sozusagen ein Selbstversorger in Sachen Stickstoff. Gerade auch hier wichtig, nach der Ernte, wenn die Pflanzen eigentlich raus können, dann nur die Pflanze oben abschneiden und das Wurzelwerk in der Erde lassen. So habt ihr eine Bodenverbesserung auf lange Sicht, weil die Buschbohne mit ihrem Wurzelwerk den Boden mit Stickstoff für die nächste Kultur anreichert. Und mit wem steht die Buschbohne nicht so gern zusammen in Nachbarschaft? Da wären Fenchel, Lauch, Zwiebelgewächse, Erbsen und dicke Bohnen zu nennen, mit denen steht sie nicht so gerne zusammen. Hingegen hat sie gern in ihrer Nachbarschaft stehen Pflanzen wie Weißkohl, Rotkohl, natürlich Bohnenkraut, aber auch Dill und Kartoffeln, Zucchini, Sellerie, Gurken, auch Tomaten und auch Radieschen und rote Beete gehören zu ihren Favoriten in ihrer Nachbarschaft. Gibt es denn Schädlinge? Ja, auch die Buschbohne hat einen Schädling und zwar den Bohnenkäfer. Der macht so kleine runde Löcher rein und das ist eigentlich nur wirklich wichtig, wenn wir die Bohne auskernen lassen wollen, also wirklich ausreifen lassen, wenn wir hinterher eigenes Saatgut ernten möchten. Wenn wir das machen wollen, gibt es einen kleinen Trick. Wir lassen sie richtig abtrocknen und stecken dann die Saatkörner ins Gefrierfach für ein paar Tage, denn damit machen wir die Eier vom Bohnenkäfer unwirksam.
Wer gerade mit dem Gemüseanbau startet, der ist nicht nur gut mit Zucchini, Tomaten und Gurken beraten, sondern eben auch mit Buschbohnen. Sie sind eine sehr, sehr einfache Kultur. Sie sind eine dankbare Kultur, die man immer wieder beernten kann. Probiert's unbedingt aus. Wir wünschen uns, dass dieses Video euch ein bisschen geholfen hat, sodass ihr loslegen könnt und starten könnt mit den Buschbohnen bei euch im Garten und auch eine sehr erfolgreiche und eine köstliche Ernte einfahren könnt. Zum Weiterschauen haben wir hier noch unsere lange Version des Buschbohnenanbau-Videos verlinkt und ebenfalls unsere Playlist unserer kurzen, knackigen Grow-Veggie-Videos, die ihr auch mal eben auf dem Handy im Garten kurz anschauen könnt. Viel Spaß bei euch im Garten mit den Buschbohnen. Tschüss!